In diesem Video geht es um Patentanwaltsfachangestellte. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt bei Michalski Hüttermann und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. In diesem Video erzähle ich alles über Patentanwaltsfachangestellte, wie man das wird, was man tut und vor allen Dingen gebe ich auch Informationen weiter über das Gehalt bzw. den Verdienst von Patentanwaltsfachangestellten. Und ich lasse in diesem Video natürlich auch Patentanwaltsfachangestellte und solche, die es werden wollen, zu Wort kommen, die das in ihren Worten genau erklären, was man da tut, wie man das wird und alles, was damit zu tun hat. Patentanwaltsfachangestellte helfen Patentanwälten und Patentanwältinnen im Team, das geistige Eigentum ihrer Mandanten zu schützen. Aber hören wir doch am besten von den Patentanwaltsfachangestellten und denen, die es werden wollen, selbst erstmal, wie man das wird. Ja, ich bin Julia, ich bin 25 Jahre alt und ich arbeite seit 2019 bei Michalski Hüttermann und Partner. Und wir begleiten täglich Patente, Marken, Gebrauchsmuster und Designs von der Anmeldung bis hin zur Erteilung bzw. Eintragung und dürfen das ganze Verfahren miterleben und mitbegleiten. Genau. Und was macht so die Tätigkeit aus? Das ist jetzt sehr abstrakt gewesen. Was ist so dein tägliches Geschäft quasi? Wovon ist das bestimmt? Ja, wir beantworten täglich E-Mails von Mandanten und korrespondieren auch mit ganz vielen Auslandsvertretern. Wir notieren Fristen, sprich wir bekommen von Ämtern amtliche Mitteilungen, sehen die durch und notieren dann Fristen in unser Patentsoftware-System und schauen natürlich, dass alles gewissenhaft und sorgfältig notiert wird und wir immer auf dem Laufenden bleiben im Verfahren. Ich bin die Sandra, ich bin jetzt seit 2008 Patentanwaltsfachangestellte hier bei Michalski Hüttermann. Und möchte heute so ein bisschen was über den Beruf erzählen und hoffe dadurch vielleicht das Interesse von anderen wecken zu können. Ja, das Aufgabengebiet ist schon sehr umfangreich. In erster Linie ist es die Fristenüberwachung und die Fristenverwaltung. Das ist, glaube ich, so das Hauptaufgabengebiet. Das heißt also, es werden dann Fristen notiert im Rahmen des Posteingangs oder wenn jetzt Schutzrechte eingereicht werden, werden Fristen in Gang gesetzt, die werden notiert, die müssen überwacht werden, die müssen bearbeitet werden. Das ist, glaube ich, so der erste große Bereich. Dann ist es natürlich sehr viel die Korrespondenz zwischen den Mandanten mit den Ämtern. Zum Teil, oder ein weiterer großer Bereich ist die EDV-Erfassung und auch die EDV-Verwaltung, gerade jetzt, wo immer mehr digitalisiert wird. Wir arbeiten mit dem PATORG. PATORG, genau, Patentverwaltungsprogramm. Ja. Da werden dann also die Daten erfasst, da wird die Korrespondenz erfasst, da werden E-Mails importiert. Das ist eigentlich so, würde ich sagen, so sind die drei großen Hauptgebiete, ja. Die Mandantenstruktur ist ja relativ international. Also wir haben ja mit vielen auch ausländischen Mandanten zu tun. Genau. Oder wenn inländische Mandanten im Ausland Schutzrechte haben wollen, kommunizierst du auch viel so mit ausländischen Kollegen, ne? Genau, wir kommunizieren sehr viel mit ausländischen Kollegen. Das läuft aber alles über die E-Mail-Korrespondenz ab. Also das bedeutet, wir müssen natürlich fit im Englischen sein. Wir müssen uns gut ausdrücken können im Englischen. Telefonate auf Englisch müssen wir jedoch weniger führen. Das ist doch recht selten. Ganz wichtig ist natürlich bei Schutzrechten, wenn die angemeldet werden, dass die Gebühren alle richtig eingezahlt werden. Denn sonst ist ja ein Schutzrecht gar nicht wirksam eingereicht. Genau, ja. Da seid ihr auch für zuständig. Dafür sind wir auch zuständig. Wir überwachen und prüfen, dass alle notwendigen Gebühren eingezahlt werden, dass das fristwahrend passiert und das wird auch von uns durchgeführt. Genau. Wir haben das Glück, dass wir auch elektronische Akten führen. Das bedeutet, wir haben eine Handakte, aber zudem auch eine elektronische Akte. Und wir versuchen, beziehungsweise wir führen die Akten so, dass beide Akten vollständig vorliegen. Also die elektronische Akte weist genau die Korrespondenz auf, die wir auch in der Handakte finden. Das bedeutet, das ist natürlich ein super Vorteil für uns, wenn wir im Homeoffice arbeiten. Denn wir können dann so auf die elektronische Akte zugreifen und haben alle notwendigen Unterlagen direkt in dieser Akte. Und brauchen gar nicht die Handakte, um diese Akte bearbeiten zu können. Wie wird man denn eigentlich Patentanwaltsfachangestellte? Ja, da gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Ja. Einmal den ganz klassischen Ausbildungsgang. Das heißt also, die Ausbildung findet in der Kanzlei und an der Berufsschule statt. Also so wie man das aus anderen Ausbildungsberufen kennt. Dann gibt es eine Zwischenprüfung und eine Endprüfung. Und wenn man die dann erfolgreich bestanden hat, dann bekommt man den Patentanwaltsfachangestelltenbrief.
Oder man hat die Möglichkeit, und das ist tatsächlich das, was eigentlich häufiger der Fall ist, als Quereinsteiger. Also das heißt, das sind dann Fremdsprachenkorrespondenten, Fremdsprachenassistenten, Rechtsanwaltsfachangestellte, die dann als Quereinsteiger in der Kanzlei anfangen und dann Learning by Doing sich das Wissen aneignen. Und ja, dann nach einer bestimmten Zeit, die wird von der Patentanwaltskammer festgelegt, also früher waren es mal das anderthalbfache der regulären Ausbildung, also wenn man dann 4,5 Jahre in dem Beruf gearbeitet hat, hatte man also die Möglichkeit, sich dann als externe Teilnehmerin für die Prüfung anzumelden. Und dann hat man also an der Berufsschule, die in der Nähe ist und wo diese Prüfung halt abgehalten wird, dann die Möglichkeit, dort dann an der Prüfung teilzunehmen und sich dann halt eben so den Abschluss zu holen. Genau. Mhm. Dann muss man sich das Wissen alles selbst beibringen, aber das wird hier auch leicht gemacht. Ne? Ja, doch. Also das wird hier zum Teil natürlich durch die Kollegen vermittelt und wir haben hier kanzleiinterne Seminare, einmal für die Anfänger und einmal die fortgeschrittenen Seminare. Also die Anfängerseminare sind also für die Leute, die den Fachangestelltenbrief noch nicht haben. Da werden dann also die Basics beigebracht und natürlich auch vor allen Dingen, und das hat mir auch sehr geholfen, so die theoretischen Sachen, die in der Prüfung dann tatsächlich auch abgefragt werden, die jetzt in der Praxis nicht immer so umgesetzt werden. Das ist ja immer noch mal so ein kleiner Unterschied. Und halt eben das Seminar für die Fortgeschrittenen. Das ist dann, da werden dann die neuen Sachen, die sich bei den Gesetzen, so Neuheiten, die sich bei den Gesetzen ergeben haben oder irgendwie sowas wird dann halt vermittelt. Also so, dass man da auch immer auf dem neuesten Stand ist und dann auch weiß, was man halt tut. Ne? Ja, Patentanwaltsfachangestellte wird man über den normalen Berufsausbildungsweg. Ich habe die Berufsausbildung 2017 in einer Kölner Kanzlei begonnen und habe die Ausbildung 2 Jahre durchgeführt. Normalerweise beträgt die Ausbildungsdauer 3 Jahre. Die Ausbildungsdauer kann aber verkürzt werden, wenn man beispielsweise ein Abitur hat. Parallel zur Ausbildung gehst du auch in die Berufsschule quasi während der? Genau, wir gehen auch in die Berufsschule. Die Berufsschule ist hier in Düsseldorf. Und wir sind einmal vor Ort in der Berufsschule. Einmal wöchentlich sind wir vor Ort in der Berufsschule und einmal haben wir Teleteaching. Das bedeutet, wir können in der Kanzlei bleiben und bekommen den Unterricht online mit und schalten uns dann quasi online in unseren Klassenraum, in unseren virtuellen Klassenraum und können dann mit den Lehrern über das Headset kommunizieren. Auch sehr praktisch, denn so können wir uns den Weg zur Berufsschule einmal sparen und müssen wirklich nur einmal wöchentlich vor Ort sein. Welche Fächer lernt ihr denn in der Berufsschule? Also da gibt es ja nicht nur die zu erwartenden Fächer, wie dass ihr was über Marken, über Patente, über Designs erfahrt, sondern auch ganz andere Fächer, ne? Ja, genau. Wir haben auch Englisch als Fach, denn es ist ja ganz wichtig, dass wir uns gut auf Englisch ausdrücken können. Deswegen wird das auch in der Berufsschule gelehrt. Zudem haben wir auch über einen kleinen kaufmännischen Teil, sprich dort werden wir ein wenig in die Buchführung eingeführt und auch in die Prozentrechnung. Aber das ist doch sehr oberflächlich gehalten. Also da muss man jetzt kein mathematisches Genie sein. Das klappt auch so ganz gut. Aber zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, vielleicht habt ihr auch Deutsch eigentlich? Also genau, Deutsch haben wir auch, Textverarbeitung auch. Da geht es dann hauptsächlich darum, dass wir uns gut ausdrücken können, dass wir Schreiben formulieren können, Berichtsschreiben an die Mandanten, dass man da natürlich auch fit ist. Habt ihr eigentlich auch Recht gelernt irgendwie? Ja, genau. Wir werden auch im Privatrecht und Zivilrecht geschult, das auch recht intensiv. Da man da auch immer auf dem aktuellen Stand sein sollte. Und das Fach ist auch sehr wichtig in der Berufsschule. Und gab es bei der Ausbildung irgendwie so Fächer, die du ganz doof fandest oder die du gut fandest oder so? Was hat dich da interessiert? Was war nicht so gut? Ja, ich habe ja als Quereinsteigerin angefangen, genau. Also ich bin ja eigentlich Fremdsprachenkorrespondentin und habe dann 6 Jahre beim Patentanwalt gearbeitet, zuerst in Duisburg und habe dann ja nach Düsseldorf gewechselt und habe dann hier auch die Prüfung abgelegt. Und so diese Buchhaltung, ne? Also so diese Rechnungswesen, also das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber das funktioniert auch. Also es wird einem auch wirklich leicht gemacht. Man bekommt dann auch von der Kammer die Vorprüfung oder beziehungsweise das Lehrmaterial der Vorjahre, wo man sich dann auch nochmal so ein bisschen oder das Wissen auch nochmal so ein bisschen auffrischen kann und so. Also das funktioniert schon wirklich ein bisschen gut. Klar, ein bisschen was muss man auch nebenbei dann nochmal ein bisschen machen und nachlesen und so, aber ich denke, wenn man da irgendwie weiterkommen möchte, dann macht man das, glaube ich, auch. Dann ganz gerne. Da gibt es ja auch
Bücher, die das ganz gut zusammenfassen. Ne? Ja, das Patentanwaltssekretariat. Ja, das ist der Klassiker. Genau. Ja, ja, genau. Dann eben die Kurse hier und so. Genau. Ja, hier wird also man damit ja ist man schon jeden gut Monat aufgestellt. Ist irgendwie Kurs hier, ne? Oder so? Genau, also die, der Anfängerkurs ist, glaube ich, sogar alle 2 Wochen und den fortgeschrittenen Kurs haben wir jetzt erstmal nur auf einmal im Monat ein bisschen reduziert, weil auch nicht so die Zeit wirklich da war, aber und das reicht auch eigentlich. Also so viel Neues gibt es dann auch irgendwie nicht. Und es ist ja auch so, wenn dann irgendwelche Fragen sind oder so, die kann man auch so zwischendurch mal stellen. Also, ne, oder wenn es irgendwelche Neuerungen gibt, die jetzt irgendwie gerade ad hoc wichtig sind oder sowas, dann wird das natürlich auch zwischendurch vermittelt. Ich bin Bethel, ich arbeite bei Michalski Wittermann und Partner und bin noch rechtsanwalts Fachangestellte, bilde mich gerade weiter. Ich mache das Fernstudium zur Patentreferentin. Bin jetzt auch Ende diesen Monats auch fertig, dann kann ich hier als Patentreferentin durchstarten. Und nächstes Jahr melde ich mich zur Prüfung an zur Patentfachangestellten. Ja gut, also ich bin gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. Ja. Nach 5 Jahren Berufserfahrung habe ich mich halt dazu entschieden, mich beruflich weiterzuentwickeln und eben mich auch etwas gehaltlich hochzustufen. Ja. Deswegen habe ich halt angefangen, mich zu bewerben, halt eine Patentanwaltskanzlei Bewerbungen rausgeschickt. Und im Endeffekt habe ich mich für eine kleinere Patentanwaltskanzlei am Anfang entschieden. Und das war eine sehr gute Wahl, weil ich habe halt sehr viel gelernt. Natürlich sind das 2 verschiedene Berufe. Aber wenn man eben Verantwortungsbewusstsein mitnimmt und Pflichtbewusstsein und auch mit den Fristen arbeiten kann, denke ich, ist das schon machbar und auch interessanter, sage ich jetzt mal, weil man auch weltweit arbeitet. Also für mich persönlich war es halt wichtig, dass man mit den ausländischen Korrespondenzanmelden halt alles austauscht, halt in allen Ländern, die Patenten, die Marken, die Designs anmeldet. Das finde ich halt mega interessant in unserem Beruf, weil ich auch, ich persönlich gerne verreise. Und wenn ich halt sehe, wenn ich mit einem mit einem koreanischen Vertreter schreibe oder mit einem chinesischen, also das war für mich halt sehr wichtig und auch hochinteressant. Ja. Und auch wie halt Unternehmen zu uns kommen und die Erfindungen halt zeigen. Und dass wir das alles mitbekommen, war für mich auch sehr interessant. Natürlich bleibt das alles diskret, aber für einen selber, finde ich, ist das eine sehr gute Erfahrung, dass man das vorab schon weiß und eben später, wenn es dann halt in die Öffentlichkeit kommt, dass man das eben vorher wusste. Das war für mich halt sehr wichtig und halt gehaltlich auch. Also ich würde jeder Rechtsanwaltsfachangestellten raten, eben die Weiterbildung zur Patentfachangestellten oder eben zur Patentreferentin zu machen. Ich habe die nämlich angefangen, weil ich ja keine Ausbildung in dem Bereich hatte. Habe ich letztes Jahr angefangen und jetzt im September werde ich die Prüfung ablegen. Und ich denke als schon, Patentreferentin. Als Patentreferentin erstmal. Genau. Jetzt bin ich bei Michalski Hüttermann. Ich wollte eine größere Kanzlei wechseln und das war eben die perfekte Kanzlei, weil es eben sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Man kann hier zum Beispiel die Ausbildung zur Patentfachangestellten anfangen und ohne, dass man sich gehaltlich unterstufen muss. Das muss ich auch vorher mal sagen. Also in anderen Kanzleien ist das halt anders. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Man kann die Ausbildung nebenbei machen. Das finde ich halt super. Am Anfang hatte ich meine Schwierigkeiten, aber dann im Nachhinein ist mir dann halt bewusst geworden, dass es eigentlich nicht so schwierig ist. Man muss einfach nur die Komfortzone verlassen und etwas Neues wagen, sage ich. Und das macht halt auch Spaß, ne? Ja, es macht Spaß. Also man bereut es nicht. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ja auch das Gehaltliche, dass man sich da hochstuft. Es ist zwar nebensächlich, aber wenn man eben in einem guten Team ist und ist man auch, also man ist hier gut aufgehoben, dann macht das Arbeiten auch mehr Spaß. Also learning by doing. Ich bin auch halt komplett als Quereinsteiger hier in den Beruf gekommen und ich bin halt mega zufrieden, weil das jeden Tag interessant ist. Man lernt nie aus. Ein alter Chef hat auch gesagt, man lernt hier bei den Patenten halt nie aus. Man lernt jeden Tag was dazu. Schon allein, was die Technik da angeht, ne? Was genau, man also, das was die alles machen, die Erfinder. Genau. Da, ne? Und wir bekommen das als erstes mit. Ja, genau. Ist dann ganz spannend, wenn man das dann im Markt sieht und dann irgendwie da
Das ist super spannend, ja. Du hast ja gesagt, dass du Quereinsteigerin bist und vorher auch woanders gearbeitet hast, vermutlich. Ja. Wenn man so jemanden, einem Quereinsteiger, sagen würde, vielleicht haben die so ein bisschen Bedenken, Patentanwaltsfachangestellte kenne ich gar nicht und so, wenn die so überlegen, schaffe ich das überhaupt, was würde man denen mit auf den Weg geben? So? Also ich würde sagen, das Interesse ist erstmal wichtig. Also dass man wirklich, als ich zum Beispiel, ich habe ja beim Patentanwalt auch angefangen, als ich dann nach der Schule fertig war und mir war das auch anfänglich gar kein Begriff. Aber ich habe gedacht, ach komm, war für mich was Neues und man kann sich ja alles angucken. Und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Wenn ich jetzt am Ende feststelle, okay, es ist doch nichts für mich, dann suche ich mir halt wieder was anderes. Aber ich kann es wirklich nur jedem, der wirklich eigentlich Lust auf einen spannenden Beruf hat, dem kann ich es schon empfehlen. Und der natürlich, wie gesagt, auch gerade so ein bisschen so auf dieser selbstverantwortlichen Ebene arbeiten will und jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie nur Rechnung einbuchen will oder irgendwie sowas. Und ja, genau. Doch, also ausprobieren auf jeden Fall. Okay. Ja. Also langweilig wird es hier nicht. Nein, definitiv nicht. Nee. Okay. Ja. Was findest du denn besonders spannend an dem Beruf? So? Was, warum gehst du jeden Tag zur Arbeit? Was ist cool? Ja, also spannend ist für mich eigentlich, also was ich mir immer vorgestellt habe, war, also ich wollte nie einen eintönigen Job haben und das ist er definitiv nicht. Also es ist immer irgendwie was Neues, es ergibt sich immer was Neues, es ist immer interessant, es ist nie stupide. Ich denke, das ergibt sich aus vielen Sachen. Also einmal, weil wir ja mit unterschiedlichen Schutzrechten zusammenarbeiten. Also hier ist halt eben auch der Vorteil, dass wir jetzt nicht auf einen Bereich beschränkt sind. Also ich weiß, in manchen Kanzleien oder auch in Unternehmen ist es dann so, da werden dann nur PCT-Anmeldungen bearbeitet oder irgendwie nur deutsche Anmeldungen. Der eine kann dann nur Marken und der nächste nur Patente und das ist hier halt überhaupt nicht. Also wir haben wirklich alles und sind dann dadurch halt auch wirklich breit gestreut. Und auch durch die unterschiedlichen Mandanten ergeben sich dann auch immer so ein paar interessante Sachen. Dann unterschiedliche Kanzleien. Wir arbeiten dann ja auch mit Kanzleien aus Asien, Japan, China zusammen, Amerika, Russland. Und ja, das ist dann schon manchmal eigentlich ganz spannend, je nachdem, wenn man dann Mandanten hat, die dann auch ihre Schutzrechte breit gestreut haben. Also wir hatten dann auch mal mit einer Kanzlei in Ghana zu tun und so. Also das ist dann schon mal so ein bisschen, also da merkt man schon, da ticken die Uhren noch ein bisschen anders. Das ist, macht Spaß, ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, ja, cool. Es ist immer spannend, wenn man direkt bei den neuen Erfindungen dabei sein kann. Man ist also immer auf der Höhe der Zeit. Man bekommt alles sofort mit, die Idee vom Erfinder und dann auch den Weg zur Patentanmeldung und dann hoffentlich später auch zur Patenterteilung. Und das ist natürlich unglaublich interessant, abwechslungsreich und auch sehr vielseitig. Ja, wir tragen als Patentanwaltsfachangestellte sehr viel Verantwortung, da wir auch die Fristen notieren und prüfen und da natürlich schauen müssen, dass die Fristen auch immer korrekt notiert sind und dass wir dort nichts verpassen und keine Frist versäumen. Das ist natürlich ganz wichtig. Es kann natürlich mal passieren, aber das ist dann doch eher recht selten und da schauen wir natürlich, dass wir alles korrekt notieren. Und was auch immer sehr schön ist, dass wir auch im regen Kontakt mit unserem Anwalt stehen und die Anwälte uns auch sehr mit einbeziehen, uns über den Hintergrund aufklären und uns auch versuchen, inhaltlich mitzunehmen, dass wir nicht nur die formale Schiene kennenlernen von dem Patentverfahren, sondern dass wir auch inhaltlich eingebunden werden und wir oft auch Erklärungen von dem Anwalt bekommen. Das ist natürlich auch sehr interessant, da Patentanwälte aus vielen Bereichen kommen können, aus der Physik, Chemie, Biochemie und das ist natürlich auch unglaublich spannend. Und die Anwälte sind ja auch froh, wenn ihnen Arbeit abgenommen wird, die sie eigentlich machen müssten. Ja, definitiv. Also ich kenne zum Beispiel, ich weiß, dass es in anderen Kanzleien der Fall ist, da geht jeder Akt erstmal über den Tisch des Anwalts und der diktiert dann irgendwie runter, was gemacht werden muss oder der gibt dann vor, was gemacht werden muss und das ist hier wirklich gar nicht. Also Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Anwälte darauf verlassen, dass es funktioniert, dass es läuft. Genau. Aber solange das der Fall ist, wird das eigentlich hier viel in den Sekretariaten dann selber gehandelt, in erster Linie. Was ist denn besonders gut an, was ist denn spannend an Michaels Gütermann eigentlich gegenüber anderen Kanzleien? Du hast ja auch in anderen Kanzleien mal gearbeitet oder so. Ja, was ist hier, genau. Was funktioniert hier einfach besser? Also es ist erstmal, es ist ja eine größere Kanzlei und ich muss sagen, so das Team, das harmoniert hier schon sehr gut. Also es gibt hier niemanden, mit dem ich jetzt so gar nicht kann oder so. Also das funktioniert schon, alle sind hilfsbereit untereinander. Klar hat man überall auch Diskussionen, keine Frage, die gehören auch dazu. Aber das klärt man dann und dann ist auch wieder gut. Also da ist auch keiner nachtragend oder irgendwie sowas. Also ich glaube, die Zusammenarbeit, die funktioniert hier schon sehr gut.
auch, glaube ich, so das Verhältnis zwischen den Angestellten und den Anwälten ist relativ locker. Und ich glaube, da kann auch jeder mit jedem relativ gut. Und gerade auch so teamintern habe ich schon den Eindruck, dass das alles doch sehr, sehr gut funktioniert. Dann ist hier der Vorteil, dass wir nach Absprache relativ flexible Arbeitszeiten haben. Also wir haben zum Teil Kolleginnen, die kommen schon um 7 oder 6:30 und sind dann halt eben um 3:30 weg. Und ich zum Beispiel, ich kann spät anfangen, weil mir das einfach lieber ist. Ich komme halt erst dann um 11 oder um 12 und arbeite dann aber auch abends bis 8, 9 Uhr. Aber das ist für mich einfach so der bessere Rhythmus und das kann ich dann halt hier auch umsetzen. Das geht auch nicht überall. Also ich weiß, es gibt dann Kanzleien, die müssen dann wirklich zwischen 4:30 und 5:30 einfach da sein und dann ist gut. Da fällt dann halt auch diese Flexibilität einfach weg. Ne? Das ist schon, glaube ich, ein großer Vorteil, ja. Du hast gerade Homeoffice angesprochen. Du arbeitest relativ viel im Homeoffice, oder? Ja, genau. Ich arbeite 4-mal in der Woche im Homeoffice und bin nur 1-mal in der Woche hier in Düsseldorf vor Ort. Deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass wir die elektronischen Akten immer sehr sorgfältig führen, sodass ich dann auch im Homeoffice gut von zu Hause arbeiten kann und mir keine wichtigen Infos oder Unterlagen fehlen in der Akte. Das Team funktioniert super, man kann alle fragen. Ja. Also hier ist es so, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander arbeitet. Egal, ja, wann ich eine Frage hatte, ich habe immer eine Antwort zu meiner Frage, sowohl von den Patentanwälten, Patentanwaltsfachangestellten. Man kann hier jeden fragen und das ist auch keine Selbstverständlichkeit in anderen Unternehmen. Ja. Die Aussicht ist wunderschön. Genau. Man ist mittendrin in Düsseldorf, ja, beiläufig erwähnt. Gut, sollte man natürlich auch das Unternehmen nicht nach dem Standort auswählen. Aber gut, wir sitzen halt hier nun mal im Medienhafen. Das ist natürlich auch ganz nett. Ne? Da kann man sich mal ganz schön am Rhein die Beine vertreten. Oder auch man hat den ganz guten Mittagstisch. Da kann man gemütlich Mittag essen und so. Ja, hier ist besonders spannend oder natürlich auch schön, dass man sieht, wie viel Wert auf die Mitarbeiter gelegt wird. Dass hier sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit, auf die gute Zusammenarbeit zwischen den Anwälten und den Mitarbeitern gelegt wird. Man wird hier sehr wertgeschätzt und man arbeitet auf Augenhöhe mit dem Anwalt zusammen. Das gefällt mir besonders gut. Die Zeit kannst du ja relativ frei einteilen hier? Ja, genau. Wir haben Gleitzeit und die Arbeitszeit kann man sich recht flexibel legen. Und ja, das ist auch ein großer Vorteil, dass man da einen großen Spielraum hat, was die Arbeitszeit betrifft. Und dadurch, dass du im Homeoffice bist, kannst du dir eh die Zeit relativ frei einteilen, oder? Ja, genau. Also ich kann quasi selber bestimmen, wann ich anfange, wann ich Feierabend mache. Natürlich immer in Absprache mit den Kollegen und mit dem zuständigen Anwalt. Aber das ist recht flexibel hier und das ist natürlich auch sehr schön, dass man dann auch das Private mit dem Beruf sehr gut miteinander verbinden kann. Ja, der Standort hier in Düsseldorf am Medienhafen ist natürlich super, super auch zu erreichen mit Bus und Bahn, aber auch mit dem Auto. Wir haben hier auch die Möglichkeit, einen eigenen Parkplatz zu bekommen. Also wenn man mit dem Auto hier hinkommt, muss man sich auch keine Sorgen machen. Man hat einen eigenen Parkplatz. Aber auch, wie ich schon sagte, mit Bus und Bahn ist es hier sehr zentral gelegen und eine gute Erreichbarkeit. Ja, ich bin der Ulrich Storz. Ich bin Biologe und damit vielleicht ein bisschen Exot in der Firma. Vielleicht, oder sagen wir mal, vor 10 Jahren war ich noch der Exot in der Firma. Inzwischen hat sich, glaube ich, die Biotechnologie als ernstzunehmende Technologiebranche auch etabliert. Ich bin eine logische Sekunde nach Gründung der Firma in die Firma eingetreten. Ich nenne mich Senior Partner. Ich glaube, ich weiß gar nicht mal, ob es das gibt, aber egal. Und ich bin unter anderem auch hier verantwortlich für das nicht akademische Personal, sprich die Backoffices, ich mache die Einstellungen, ich mache die Vorstellungsgespräche und ich weiß relativ viel über den Beruf der Patentanwaltsfachangestellten. Das, was die Patentanwaltsfachangestellten am meisten interessiert, wo die am meisten nachsuchen auf Google, ist das Gehalt oder der Verdienst. Kann man dazu was sagen? Ja, ich meine, also ich glaube, man kann so viel sagen, ich werde hier jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber ich glaube, man kann so viel sagen, dass es wenig Ausbildungsberufe gibt, bei denen man relativ zügig in doch ansehnliche Gehaltsbänder vorstoßen kann. Meine Frau ist Sozialpädagogin, hat studiert und die kriegt teilweise schon, ja, die wird schon, die denkt schon, huiuiui, das ist aber doch ganz ordentlich, was man hier verdienen kann. Ich denke, man muss natürlich auch sehen, wie stehen die einzelnen Kanzleien im Verhältnis zueinander. Also es gibt nicht das Gehalt für eine Patentanwaltsfachangestellte. Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen den Kanzleien. Ich denke, dass wir da im Vergleich mit unseren Wettbewerbern ganz gut dastehen. Da gibt es auch regionale Unterschiede, aber ich denke mal, hier im Raum Düsseldorf brauchen wir uns mit unseren Gehältern, glaube ich, nicht zu verstecken. Ja.
Also vielleicht kann man ja ganz grob sagen, das kann man ja auch im Internet finden, dass die Gehälter, sage ich mal, je nach Erfahrung und ob man anfängt oder in welcher Stadt man anfängt und so zwischen 2.500 und 4.500 Euro rangieren. Das kann darunter, das kann da drüber sein. Bei sehr Erfahrenen kann es auch deutlich darüber liegen. Genau, das wird teilweise deutlich mehr sogar. Wichtig ist auch ganz, dass wir beispielsweise 13 Monatsgehälter bezahlen. Ja, das heißt, also, man muss die Zahlen, die du gerade genannt hast, nicht mal 12 nehmen, sondern mal 13, damit man auf ein Jahresgehalt. Genau. Und am Ende sollte man, wenn man sich versucht, gehaltig zu orientieren, immer vom Jahresgehalt ausgehen, nicht vom Monatsgehalt. Ja. Und ich glaube, es ist hier so, sagen wir mal, das kann man vielleicht so sagen, die Untergrenze liegt auch deutlich über 2.500 Euro. Also eher so bei 3.000 Euro. Ne? Genau. Ja. Wichtig ist eben auch, dass das meine ich so, wie ich sage, also uns liegt was am Weiterkommen unserer Mitarbeiter. Unsere Firma hat eine relativ flache Hierarchie. Das hört sich erstmal immer ganz nett an. Ah, flache Hierarchien, toll, so Startup-Charakter oder sowas. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss, wenn die Treppe nur wenig Stufen hat, dann ist auch nicht so schrecklich viel an Treppe, die man heraufsteigen kann. Also die Aufstiegsmöglichkeiten sind einfach durch diese flachen Hierarchien relativ begrenzt. Deswegen nehmen wir es also sehr ernst, dass wir unseren Mitarbeitern Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, dass wir ihnen auch einräumen, wenn sie sich spezialisieren wollen. Und selbst, das sage ich auch so, wie ich es meine, selbst wenn das vielleicht scheinbar vielleicht sogar zum Nachteil des Arbeitgebers ist, weil sich Leute vielleicht zusätzlich zu ihrer Patentanwaltsfachangestelltenausbildung noch weiterqualifizieren wollen in weitere Richtungen. Das haben wir verstanden, dass das wichtig ist für die Mitarbeiter und das unterstützen wir nach Kräften. Also was ich einfach nur sagen kann, ich kann nicht nur jeden unterstützen, jeden ermuntern, sich bei uns zu bewerben. Unsere Kanzlei ist gerade im letzten Corona-Jahr ungefähr um 20% gewachsen. Das heißt, wir wachsen gegen den Trend. Und wir wollen natürlich, dass die Mitarbeiter Teil dieses Wachstums sind und dann auch die Früchte dieses Wachstums ernten. Ich kann nur unbestätigt vermuten, dass es anderen Kanzleien nicht so ergangen ist wie uns in den letzten anderthalb Jahren. Ich habe auch gehört von Kanzleien, in denen es Kurzarbeit gegeben hat. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben auch Corona-Prämien sogar ausgezahlt. Also wir brauchen Leute, wir freuen uns über neue Mitarbeiter und wir haben genügend Kapazitäten und auch genügend Aufstiegsmöglichkeiten für neue Mitarbeiter. Also wir freuen uns über jeden, der sich hier irgendwie vorstellt oder der sich hier interessiert. Und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, also der wirklich einen spannenden Job sucht in einem netten Team und mit netten Vorgesetzten, ist das hier definitiv eine gute Adresse auf jeden Fall, ja. Also ansonsten einfach probieren. Also wie gesagt, wem es dann nicht gefällt, ne, der kann ja dann doch irgendwie, es kann ja natürlich immer mal sein, aber... Ja. Ich glaube schon. Also ich habe auch so den Eindruck, so wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Team jetzt gerade wieder zwei neue Kolleginnen. Eine davon sehr jung, die kommt jetzt auch gerade frisch von der Schule, aber die ist auch super motiviert. Also ihr macht es total Spaß und die findet das total interessant. Und und da merkt man halt schon so, doch, dass das halt bei den Leuten, glaube ich, schon auch ankommt, ja.